vielleicht sollte sich der ZDF-Fernsehrat mal mit dem Thema beschäftigen. Dafür ist er ja eigentlich da. Aber der hat mitunter anderes zu tun, zum Beispiel sich öfter mal ein so hinter die Binde kippen. Zumindest könnte man den Eindruck haben, wenn man auf Twitter so schaut. Denn dort haben sich am 3. April einige Follower ziemlich gewundert. Dieser sonst sehr stocksteife Twitter-Account, der hat da plötzlich Dinger rausgehauen, wo man dachte so, hey, was ist denn da los? Zum Beispiel hat der Pianist Igor Levit ein Bild gepostet und gefragt, woran er wohl gerade arbeitet. Und der Twitter-Account des ZDF-Fernsehrates antwortete darauf überraschend, und zwar folgendermaßen. Sieht ein bisschen aus wie Anal Intruding bei der Arbeit, könnte aber auch Beethovens erstes Klavierkonzert sein. Aha, und was genau soll uns das nun sagen? Erste Erklärversuche von einigen Followern, zum Beispiel vom User täglich Bro. Schwierig zu sagen, ob vom falschen Account getwittert oder ob tatsächlich ein Statement des ZDF-Fernsehrates. Beides durchaus plausibel. Der unbekannte Twitterer hinter dem Fernsehrat-Account, wer auch immer es war, hat darauf reagiert, und zwar folgendermaßen. Also eines ist mal klar, der Fernsehrat ist so breit und so bunt wie unsere Gesellschaft. Na okay, im Moment ist er vor allem breit. Igor Levit schrieb dann noch scherzhaft zurück, ihr sollt nicht so viel Alkohol trinken. Woraufhin der ZDF-Fernsehrat-Account antwortete, auch nicht, um arbeitsfähig zu bleiben, machst du doch auch. Tja, große Verwirrung, keiner weiß, was dahinter steckte. Hat da vielleicht jemand an der Minibar von ZDF-Intendant Himmler genascht? Man weiß es nicht. Am nächsten Tag jedenfalls die große obligatorische Entschuldigung. In diesem Account wurde in einer Weise kommuniziert, die den Aufgaben, dem Selbstverständnis und den Gepflogenheiten des Gremiums in keiner Weise gerecht wird. Die Vorsitzende hat sichergestellt, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Eine nüchtern wertschätzende Kommunikation ist Voraussetzung für den Diskurs, für den der Fernsehrat stets eintritt. Na, zumindest einmal das Wort nüchtern untergebracht, immerhin. Spielverderber. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie eine Art von neuer Kommunikation auf Twitter seitens des ZDF. Ne? Das kann ja auch eine Strategie sein, sozusagen dem alkoholkranken Mob, der ja eher ungern den Rundfunkbeitrag bezahlt, um es mal diplomatisch auszudrücken, ein Stück weit entgegenzukommen. Ne? Auch den Proll mal wieder abzuholen zu Hause, wenn er Bier trinkt, ne? Und wenn er zu Hause sitzt und Alkohol säuft und sich übers öffentlich-rechtliche Fernsehen aufregt. Warum nicht? Immer da sein, wo die Menschen sind. Ist doch eine Devise von ARD und ZDF. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren. Jetzt 14 Tage kostenlos testen.